So, willkommen bei Teil 9, kleine Helferlein. Und diese sind einfach einmal hier. Einmal Havaged, einmal Kroni, Genlock und Gen Toolkit. Ah, und Hartog. So. Ihr seht, das sind schon mal ein bisschen viel. Und ich sehe jetzt natürlich nicht alles. Mit Shift, also wenn ihr Shift-Taste drückt und dann Bild hoch, Bild runter, könnt ihr ein bisschen quasi zurückscrollen und euch das nochmal in Ruhe angucken. Havage ist okay, Kroni ist okay. Guti. Dann installieren wir die mal. Und parallel kann ich schon mal an der zweiten Konsole mich einloggen. Sobald dann das erste, zweite und so weiter installiert sind. Ihr seht, da sind jetzt viele virtuelle Pakete bei. Die sind tatsächlich nur virtuell, die enthalten keine Dateien, keine echten Dateien, sondern die sind eher nur, um Dependencies abzubilden. Das Ganze ein bisschen zu abstrahieren. Die meisten dieser Dependencies kommen jetzt, glaube ich, durch Genlob. Oder ich erzähle euch einfach kurz was zu dem Programm. Also Havaged ist ein Tool, das dafür sorgt, dass ihr immer genug Entropie habt im euren System. Entropie braucht ihr für eigentlich alle Verschlüsselungsoperationen. Und nicht nur, wenn ihr Festplatten verschlüsselt wollt, sondern wenn ihr auf Webserver zugreifen wollt, per HTTPS. Da macht euer Client ja mit dem Server dann ein Handshake mit Zufallszahlen und um möglichst gute Zufallszahlen zu bekommen, womit die Verbindung dann auch möglichst sicher wird, braucht ihr halt Entropie. Und richtig, richtig teure Server oder so, die haben dafür Hardware-Module, die Entropie erzeugen. Es gibt auch irgendwie kleine Tools, womit man das zum Beispiel auch mit der Soundkarte kann, die dann einfach so das Rauschen von einem Mikrofon oder sowas aufnimmt. Aber ein einfacher und trotzdem sehr effizienter Weg ist Havaged. Weil das macht dann zum Beispiel durch Benutzereingaben, also Tastatur- und Mausbewegung oder auch durch Netzwerk-Traffic und andere Sachen, erzeugt es daraus dann Zufallszahlen. Und die sind eigentlich auch immer ziemlich gut. Es gibt auch Tools, womit man dann die Zufallszahlen oder die Entropie testen kann, wie zufällig sie wirklich ist. Und da hat der Havage eigentlich auch sehr gute Werte. Ich habe das ein paar Mal schon ausprobiert. Also gibt eigentlich keinen Grund, Havage zu misstrauen in dem Fall. Bei ganz modernen CPUs, also zumindest Intels, AMDs glaube ich aber auch, haben auch eine Zusatzfunktion mittlerweile, womit die auch random, also Zufallszahlen erzeugen können. Ich glaube aber, da gab es schon mal irgendwie auch einen Bug oder sowas, durch die Zufallszahlen dann auch vorhersagbar wurden oder beeinflusst werden konnten. Und damit sind die Zufallszahlen dann auch nicht mehr verlässlich. Das heißt, selbst wenn ihr euch darauf verlasst, kann es nicht schaden, zusätzlich auch noch Havage zu installieren. Ich muss gerade mal überlegen. Cat proc sys vm. Okay, vm. Ne. Ich überlege gerade, wo das war. Machen wir mal ein Find auf Sys neben Entropie Aval. Aber das ist doch Proc.
Ja, ich vergesse das immer. Ja, Prox. Ja. Proxys. Ja, Proxys-Kernel. Ja. Random. So, aktuell haben wir also 2000. Nochmal. So. Das kann man natürlich auch noch. 2100. Okay, sehen wir, haben eigentlich schon relativ gute Entropie. Ich glaube, das liegt jetzt aber auch in meiner CPU. Das ist ein Ryzen 3700X. Der erzeugt nämlich auch Zufallszahlen, glaube ich. Gut, das ist auch gleich alles fertig. So, jetzt haben wir hier also init averaged. Können wir einfach so starten, da brauchen wir nichts groß konfigurieren. Und jetzt können wir einmal die Entropie ein bisschen versuchen leer zu saugen. DD. Def random nach def 0. Also Input-File ist def random. Damit holen wir uns Zufallszahlen und schieben sie nach def 0. Haben wir noch Status Progress und ein K. Also Buffer Size ist 1K, also ein Kilobyte, und Status Progress soll, das uns anzeigt, wie viel er da durchpumpt. Und da kommt eigentlich ziemlich gut Entropie durch und wir sehen trotzdem, läuft unsere Entropie nicht leer. Das ist ziemlich gut. Ich kann sonst mal Average stoppen. Dann gucken wir mal, also wir hatten da gerade knapp 27 Megabyte die Sekunde. Die haben wir hoch ohne Average. Fast. Aber fast. Naja. Also je nachdem, was für eine CPU ihr habt, ist das mehr oder weniger Sinn. So, damit Havage jetzt aber auch automatisch startet beim Systemstart, müssen wir es noch quasi zum Autostart hinzufügen. Das können wir mit einem RC-Update add Havage machen. Man sollte es richtig schreiben. Und ihr seht, er hat es jetzt zum One-Level Default hinzugefügt. Mit RC-Status könnt ihr euch die Dienste angucken, die gerade laufen. Das zeigt auch den One-Level Default an und ein paar andere. Ihr könnt aber auch zum Beispiel RC-Status Boot anzeigen. Dann zeigt ihr euch von dem One-Level Boot die Schritte an. So. Was haben wir noch installiert? Kroni. Kroni ist ein, ja, quasi ein Time-Sync-Daemon, der also die Uhrzeit mit dem Internet synchronisiert. Der hat schon eine Konfiguration, etc kroni kroni conf. Und hier sind Standard schon vier Server eingetragen. Da ersetze ich das Gento durch DE, weil ich will jetzt nicht die Standard Gento-Time-Server, sondern ich will Server, die in Deutschland sind. Weil je näher die Zeitserver sind, zu denen ich mich synke, umso effizienter ist das Synken auch. Jetzt können wir hier einmal Watch N1 Kroni C Tracking machen. Und jetzt starte ich Kroni mal. Und jetzt seht ihr unten den Leap-Status not synchronized. Und jetzt sind wir schon synchronisiert und ihr seht jetzt auch oben ist die Uhrzeit auch schon auf 22 Uhr gesprungen. Vorhin war die Uhrzeit ja irgendwie noch ein ganzes Stück off. Also eine grobe halbe Stunde war da vorne irgendwie nicht mehr synchron. So, auf jeden Fall passt das jetzt. Damit ist die Uhrzeit jetzt in diesem Linux auch passend stimmig. Und damit füge ich Kroni C natürlich auch zum Autostart hinzu. Kroni C, sage ich schon, ja, Kroni D. So, Hardtop haben wir natürlich auch installiert. Das habe ich euch ja vorhin auch schon gezeigt auf der Live-CD. Ist halt immer ganz gut, um mal zu gucken, wie die Auslastung so ist, die Uptime, wie voll der RAM ist und Swap, wenn man Swap hat. Ob da irgendein Prozess gerade Amok läuft.
Dann habe ich noch Genlob und Gentoolkit installiert. Genlob ist auch ein Gentoo-spezifisches Tool. Damit könnt ihr euch zum Beispiel mit Genlob-L könnt ihr euch anzeigen lassen, welche Pakete wann zuletzt installiert wurden oder wann überhaupt installiert wurden. Da habt ihr quasi eine Historie aller Pakete, die ihr installiert habt. Ihr könnt auch, während ihr neue Programme kompiliert, könnt ihr euch mit Genlob-C zum Beispiel anzeigen lassen, was gerade passiert. Ich mache mal Vim. Ich mag Vim eigentlich ganz gern. So, ich sage jetzt mal Vim. Soll er nebenbei installieren. Machen wir jetzt mal ein Genlog-C. Na, das sieht natürlich komisch aus. So, jetzt mal die Farben weglassen. Und jetzt seht ihr, merged gerade 2 von 5 das Paket. Und wenn ihr die Pakete schon mal emerged habt und sie dann nochmal später emerged, auch wenn es eine neue Version ist, dann zeigt euch auch ungefähr an, wie lange das dauert, bis das Paket fertig ist. Zum Beispiel, wenn ihr dann irgendwann mal Firefox kompiliert, was durchaus eine Stunde oder länger dauern kann. Und irgendwann gibt es ein Update für Firefox, das dann auch schon eine Weile kompiliert und ihr wollt ungefähr wissen, wie lange das noch dauert, dann könnt ihr auch einfach mal ein Genlob-C machen. Und dann seht ihr die Schätzung, wie lange es noch ungefähr dauern wird. Muss aber nicht immer stimmen. Hängt ja auch davon ab, ob ihr jetzt gerade noch andere Sachen nebenbei laufen habt, die CPU fressen. Oder ob, als ihr die letzten Male, wo ihr Firefox kompiliert habt, ob ihr dann noch ganz andere Einstellungen hattet. Also orientiert sich dabei bei der Schätzung immer nur anhand der vergangenen Installation. Also wie lange die durchschnittlich gedauert haben und vergleicht es dann mit der aktuell laufenden Installation und gibt auch anhand dessen die Schätzung ab. Also nicht 100% verlässlich, aber manchmal ganz gut, um es einzuschätzen, ob zumindest noch eine halbe Stunde oder noch 2 Tage dauern wird. So. Und dann haben wir noch das Gentoolkit installiert. Im Gentoolkit zum Beispiel gibt es das Tool eQuery und eQuery hat verschiedene Modi. Zum Beispiel ganz nett finde ich eQuery F. Damit könnt ihr euch die Dateien anzeigen lassen, die zu einem Paket gehören. Und geben dann hier das Paket zum Beispiel mal an, Gentoolkit. Und sehen, okay, da ist eine ganze Menge drin. Unter anderem etc eClean, Environment Day, RefDev Rebuild. Auch ein gutes Tool, aber halt auch eClean und eQuery, also das wir gerade nutzen und so weiter und so weiter. Oder könnt ihr auch Hardtop nehmen, dann seht ihr alles, was welche Dateien in Hardtop enthalten sind, beziehungsweise welche Dateien zu diesem Paket gehören. Was habt ihr sonst noch für Optionen? Ihr könnt zum Beispiel auch euch Dependencies anzeigen lassen von Hardtop. Ne, Pakete, die auf Hardtop basieren oder auf Hardtop angewiesen sind. Oder umgekehrt die Abhängigkeiten von Hardtop selbst. In sehr ausführlicher Art und Weise. Ebenso könnt ihr euch zum Beispiel auch anzeigen lassen, wie groß ein Paket ist. Also hier sehen wir jetzt Hardtop belegt 317 Kilobyte. Oder Vim liegt 3,09 Megabyte. Also hin und wieder mal kleines nettes Tool. Vor allem, wenn ihr dann auch mal später mit den Compiler-Flex rumspielen wollt, um zu gucken, ob das auch eine Auswirkung auf die Größe der Binaries hat. Da kommt das dann schon mal gerne zum Einsatz. Ja, das war soweit dieser Teil. Im nächsten Teil machen wir dann ein System-Update. Und auch ein bisschen aufräumen, unter anderem mit diesem Tools vom Gentoolkit. Und dann haben wir schon mal ein halbwegs gepflegtes System. Grundsystem. Also, bis zum nächsten Teil, gleich, hoffentlich. Tschüss.